Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Sweet Chaka. Heute möchte ich Ihnen ein Produkt vorstellen, das hier in Norddeutschland, glaube ich, nicht so bekannt ist, manchmal so auf Jahrmärkten, bei uns heißt es ja hier in Bremen, Freimarkt, zu sehen ist. Es ist das Magenbrot. Eine Bezeichnung übrigens, deswegen ich übrigens auf dieses Ding auch gekommen bin, die ich etwas verwirrend finde. Genau wie Kindermehl hat natürlich auch dieses Brot nichts mit einem Magen zu tun. Ich muss das vor kurzem mal in Engländer übersetzen und Stomach Bread hört sich einfach scheiße an. Ja gut, die Firma Weiß hat uns hier mit diesem Magenbrot beglückt. Es ist eigentlich ein lebkuchenartiges Süßigkeit, die ist übrigens magenfreundlich. So sagt immer die Lieferung. Und da sind Gewürznelken, Zimt, Sternanis und Muskatblüten drin. Also irgendwas im Originalrezept. Und was hier drin ist, kann ich nicht sagen, das steht nämlich nicht drauf. Ich mache es mal einfach mal auf. Das ist eine von der Verpackung her anmutende, ich sag mal, ja, barbarisch angehauchte Verpackung. Soll Tradition vermitteln, das tut sie wahrscheinlich auch. Wer das einfach nur so liest, Magenbrot, und damit nichts anfangen zu weiß, der wird wahrscheinlich erstmal nicht wissen, was es überhaupt sein soll. Auch diese kleinen bunten, lustigen kleinen Kerlchen hier vorne können nicht sagen, hey, ich bin ein Lebkuchen. Na, vielleicht auch. Machen wir auf. Ja. Verpackung ist was Tolles. Oh. Oh, Weihnachtszeit, Leute. Es ist Weihnachtszeit. Lebkuchen, feine Sache. So, so sieht was. Treffen. Ja, einmal so ein kleines Stückchen mit Lebkuchen. Lecker, ne? Riecht fantastisch nach Lebkuchen, wenn man Lebkuchen mag. Ich mag Lebkuchen. Also, toll. Sehr honig. Also, der schmeckt sehr viel nach Honig. Der hat hier oben so eine Glasierung drauf. Und die ist so angeraut. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Das ist ein bisschen knusprig, ja? Also knusprig nicht, ist immer so knusprig, ja? Also Zuckerschicht wahrscheinlich kann das so sein. Schokolade dabei. Ist sehr würzig und ist auch relativ fest. Also ist nicht so, sondern, ne? Also wenn ihr wisst, was ich meine. Toll. Das erinnert mich an meine Kindheit. Meine Oma backt mir so ein Lebkuchen raus. Das ist besser. Sorry, Omi. Klebt ein bisschen an den Zähnen. Das muss so sein bei Lebkuchen. Es riecht fantastisch. Der ganze Mund ist Lebkuchen mit Honig. Ah, toll. Tolles Produkt. Magenbrot. Toll, ne? Ich gebe einen Top. Schau mal auf meiner Webseite vorbei. Das war schon www.speechchecker.com oder auf meiner Facebook-Seite. Bis dann. Tschüss.